Leute, heute fangen wir mit der ersten von vielen Legenden an, die geleakt wurden. Und wir fangen gleich mit einer an, die wir alle schon mal gesehen haben. Und diese wird sich extrem eindrucksvoll in diesen Trailer reinballern mit geilen Kampfszenen. Und wir werden sogar sehen, wo Bangalore ihr Erbstück herbekommt. Denn die Legende nennt sich Sergeant Scryer oder Commander Scryer und ist ein direkter Vorgesetzter von Bangalore. Und es macht nur Sinn, denn wir haben es ja jetzt eindrucksvoll in Season 17 zu Season 18 festgestellt. Die Geschichte um Loba und Revenant wurde weitergeführt und endlich wurde das mal getan. Und warum sollte das jetzt mit Bangalore, mit ihrem Bruder Newcastle nicht noch so sein und eben Sergeant Scryer? Das Kuriose ist, Sergeant Scryer stirbt am Ende des Trailers, was das vielleicht ein bisschen widerlegen könnte. Ich denke dennoch, dass er lebt. Ihr werdet zum Schluss sehen, wie er stirbt, durch was er stirbt. Ihr seht sogar das Erbstück von Bangalore, was sie hier erhält. Das haben sie auf jeden Fall sehr, sehr geil gemacht, bevor ich mir Kopf und Kragen rede. Ich werde es einfach mal starten. Commander Scryer seht ihr hier. Danke übrigens nochmal für das Feedback. Und deswegen gibt es jetzt in den nächsten vielen Wochen 15 einzelne Videos pro Legende. Ein Video über die sehr, sehr lange her geleakten Legenden, um die Apex Legends Content-Flaute so ein bisschen zu strecken. Und so kann ich euch nochmal die Legenden ein bisschen vorstellen. Vor allen Dingen hier eine, die wir auf jeden Fall optisch schon mal gesehen haben, was ich cool finde. Und ihr werdet jetzt auch feststellen, bei den Fähigkeiten, achso, die Waffen übrigens kommen in einem ganzen Video und nicht einzeln. Das sind 4-5 Waffen ungefähr. Und ihr werdet jetzt bei den Fähigkeiten gleich feststellen, entweder ist eine schon bekannt, die ultimative Fähigkeit haben wir nämlich tatsächlich schon im Spiel, weil hier und da wurden die Fähigkeiten entweder auf andere Legenden geändert, kamen nicht, andere Namen der Legende und so weiter und so fort. Warum mache ich jetzt Pause? Das ist nämlich schon der Punkt, ich sage euch ganz kurz die passive Fähigkeit, so wie sie geleakt wurde. Ganz komische Übersetzung, beobachten Sie Ihren Killer automatisch optisch. Man könnte jetzt denken, okay, ich markiere mir irgendwo einen Gegner und den verfolge ich so lange, zumindest vielleicht im HUD. Oder irgendwo wird der markiert, dass ich immer grob weiß, wo der ist. Sicherlich nicht durch Wände. Oder er bekommt die passive Fähigkeit, die wir hier sehen. Erinnert euch an Revenant Reborn, lange bevor er released wurde, mit Fähigkeiten, die ihm zugeschrieben wurden. Ein Wallrun. Achtung, was kann Sergeant Scryer vielleicht passiv? Einen Wallrun. Und deswegen denke ich, wenn diese Legende kommen wird, wird seine passive Fähigkeit ein Wallrun sein und nicht irgendwie, dass du optisch Gegner oder Killer markieren kannst, so wie es gesagt wurde. Das ist meine Meinung. Dann haben wir die taktische Fähigkeit Optik, Haunt, setze eine Parasitenfalle ein, die die Sicht des Ziels aufdeckt. I don't know, was das bringen soll. Was bringt es mir, wenn ich sehe, wo der Gegner hinguckt? Keine Ahnung. Kann ich mir jetzt, also gibt es vielleicht eine nützliche Situation, wo ich aber sage, naja gut, dafür muss ich die Legende nicht spielen. So, weiter im Text. Die ultimative Fähigkeit, und dann werdet ihr jetzt direkt feststellen, okay, irgendwas passt nicht. Schattenwand. Entfessle eine schleichende Wand der Dunkelheit, die die Sicht blockiert und Feinde fesselt. Das ist nichts anderes als die Fähigkeit von Catalyst. Ein bisschen anders. Es gibt auch geleaktes Gameplay. Das zeigt diese Schattenwand. Das sieht alles noch ein bisschen nach 0815 schlecht animiert aus. Spare ich mir für dieses Video, weil wir wissen, dass es nicht kommt, weil es einfach zu sehr der Catalyst-Fähigkeit ähnelt. Es war auf jeden Fall eine schwarze Rauchwolke, die immer größer wurde und du hast als nichts durch die Fähigkeit gesehen. So, jetzt sehen wir im Hintergrund Bangalore und Sergeant Scryer im Kampf. Oh, was hat er da für ein finsteres Messer in der Hand? Oh Gott, das Erbstück von Bangalore. Ich lasse das jetzt mal noch durchlaufen, dann werdet ihr sehen, Mensch, ist er jetzt tot? Lebt er noch? Man weiß es nicht. Es kann natürlich sein, bei dem, was ich jetzt erzähle, dass das so geplant war, dass Sergeant Scryer kommt oder Scryer bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht als Vorgesetzter vorgesehen war, sondern einfach eine Legende, die Scryer heißt. Und kurzerhand hat man überlegt, Mensch, jetzt haben wir schon einen Namen, jetzt machen wir da eine Story draus, diese Legende wird eh nicht kommen. Keine Ahnung, wir wissen es nicht, wir müssen abwarten, bis es soweit ist. Pup, schon hat Bangalore ihr Erbstück einmal in die Brust gerammt. Game over. Aber sie rammt dieses Messer nicht direkt ins Herz, in die Brust. Ich gehe jetzt einfach mal ganz schlauerweise davon aus,
dass er diesen Angriff überlebt hat und er vielleicht ein bisschen Erholung braucht, der kleine Kerl. Der liegt vielleicht noch ein paar Jahre im Krankenhaus, im Koma und irgendwann kommt der böse, böse Sergeant Stryer und will sich bei allen bösen, bösen Soldaten inklusive Bangalore rächen. Das ist so ungefähr meine Vermutung. Das macht irgendwie auch Sinn und es könnte eine geile Story aus dieser ganzen Geschichte gesponnen werden. Meine Meinung, Ladies and Gentlemen, lasst mich in den Kommentaren wissen, was haltet ihr von diesen sehr, sehr, sehr doch merkwürdigen Fähigkeiten, die mit Sicherheit so nicht kommen werden, weil es einfach keinen Sinn macht und dieser Trailer, wenn er dann kommt, erst recht keinen Sinn macht. Wie gesagt, der Warrunner, bin ich mir relativ sicher, das könnte passen. Der Rest müssen wir sehen. Es ist eine Tarnfähigkeit oder eine Tarnlegende. Ihr habt gesehen, dass der auch unsichtbar geworden ist. Ich könnte mir vorstellen, dass der vielleicht so ein bisschen wie bei Wraith Into the Void sich unsichtbar machen kann, ohne dass du da vielleicht so einen Schweif siehst und vielleicht ein paar Meter auch gesilenced laufen kannst. Ich habe keine Ahnung. Da gibt es ein paar Möglichkeiten, die man da rein interpretieren könnte. So, wie gesagt, danke nochmal für euer Feedback. In den nächsten Tagen gibt es dann irgendwann die nächste Legende von insgesamt 15 die Waffen. Zwischendurch gibt es aber weiteren GTA-Content und X-Defined-Content und das wird auch hoffentlich eine Weile so bleiben. Ladies and Gentlemen, jetzt bin ich raus, bin auf eure Kommentare gespannt und bis zum nächsten Mal. Ciao.